Erstmal danke, Leute, ganz vergessen, für die 300 Abonnenten. Mega geil, Leute, mega geil. Ihr seid echt Wahnsinn. Servus, meine Freunde, was geht? Und willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ja, Leute, ich melde mich auch mal wieder nach längerer Zeit bei euch. Und zwar, bevor ich jetzt dieses Video richtig starten will, wollte ich euch kurz erklären, warum in letzter Zeit kein Video kam, geschweige denn auch auf Instagram kein Feed von mir, also keine Bilder oder irgendwelche Posts. Und zwar hat es folgenden Grund, vielleicht kann man es noch ein bisschen erkennen hier. Ich habe spontan meine Weisheitszähne rausbekommen. Ich weiß, das interessiert den einen oder anderen überhaupt nicht, aber ich wollte euch das nur kurz mitteilen, deswegen, es war ziemlich spontan. Ich habe halt über Nacht extreme Zahnschmerzen bekommen und bin halt dann zum Arzt gegangen und dann hat der festgestellt, die Weisheitszähne müssen raus. Mir geht es wie gesagt einigermaßen besser. Ich habe auch hier schon ein kleines Setup aufgebaut, aber dazu komme ich auch gleich. Also wie gesagt, tut mir leid, Leute, wenn ihr mich jetzt ein bisschen schlechter verstehen solltet. Meine linke Backe, vielleicht kann man es noch ein bisschen sehen, ist noch etwas angeschwollen. Also falls sich die Leute gefragt haben oder falls du dich gefragt hast, wo die Videos bleiben, ich bin wieder zurück. Ich starte heute wieder. Es ist jetzt schon 22.17 Uhr, ziemlich später Vlog, aber ich habe Bock. Ich kann endlich wieder reden, einigermaßen essen. Und wie gesagt, ich habe jetzt hier ein kleines Setup aufgebaut. Ich filme auch heute das erste Mal mit 4K. Zwar mit der gleichen Kamera, wo ich meine ganzen anderen Vlogs gemacht habe, aber dieses Mal in 4K. Das heißt, ich schaue mir dann beim Schnitt mal an, wie die Qualität so ist. Kurz zum Setup. Ich habe hier das Auna-Mikrofon. Das hatte ich ja damals euch gezeigt in dem Video mit dem günstigen Mikrofon, hieß das, glaube ich, oder das günstige Mikrofon. Ich habe das eigentlich nur hergenommen damals, um irgendwelche Sprachen nachzusynchronisieren, geschweige denn irgendwas nachzusprechen. Und zwar zeige ich euch heute mal, für die Leute, die es interessiert, wenn ihr einen Remix gemacht habt, einen Song gemacht habt oder einen Mix gemacht habt, so wie ich in letzter Zeit oder generell mache, gibt es die Möglichkeit, eure Songs bzw. eure Remixe oder Mixe ein bisschen hoch zu pushen. So, natürlich ging mein Akku gerade leer und ich hatte gerade irgendwelche Probleme mit dem 4K, deswegen musste ich leider wieder ein bisschen runterschrauben auf Full HD. Ich hoffe, das stört euch nicht, Leute. Wie gesagt, ich muss mich da noch ein bisschen reinfuchsen, damit ich das rausfinde, wie das da mit der Kamera funktioniert. Wo war ich stehen geblieben? Genau, also Soundcloud und Facebook lade ich meine Tracks hoch, wenn ich einen neuen Remix fertig habe. Und wie gesagt, ich werde jetzt halt in Zukunft, wenn ich irgendwas euch am PC zeige, werde ich über dieses Mikrofon sprechen, weil ich glaube, das ist dann viel angenehmer, mir zuzuhören. Genau, also heute zeige ich euch mal, wie ihr euren Song, euren Remix oder euren Mix pushen könnt. Genau, und ich würde sagen, ich switch jetzt mal am PC und laber nicht einfach hier weiter, sondern zeige euch das Ganze mal. Ich würde sagen, let's go! So, ich hoffe, die Qualität von dem Mikrofon passt. Ich habe es noch nicht abgehört. Ich hoffe, wie gesagt, das passt alles. So, ich habe euch jetzt hier mal was vorbereitet. Das hier ist mein Soundcloud-Profil. Jeder, der Musik machen sollte oder Musik macht, sollte Soundcloud kennen. Wer es nicht kennt, Soundcloud, man kann hier Tracks finden, Tracks runterladen, Tracks zum Runterladen auch anbieten. Ja, ich finde hier auch mehr Tracks, beziehungsweise wenn ich was in YouTube eingebe und ich finde es nicht, finde ich das zu 99% auf Soundcloud. Deswegen bin ich da ziemlich aktiv und genau, Soundcloud, ich zeige euch das Ganze mal, so sieht das Ganze aus. Ihr müsst natürlich ein Konto haben, keine Frage, ist auch kostenlos. Es gibt eine Pro-Version, weil ihr könnt, wenn ihr die kostenlose Version habt, so wie ich, könnt ihr nur, lasst mich überlegen, ich glaube 3 Stunden, waren es 3 Stunden oder 2 Stunden, irgendwie so, insgesamt auf eurem Profil hochladen. Das heißt, hier sind zum Beispiel meine ganzen Tracks. 4 Minuten, 20 Minuten, also ihr dürft insgesamt 3 Stunden hochladen. Wenn ihr diese 3 Stunden erreicht habt und ihr wieder was Neues hochladen wollt, müsst ihr wieder irgendwas löschen. Aber wie gesagt, es gibt auch die Pro-Version, aber die kostet was. Habe ich jetzt nicht, brauche ich auch nicht bis jetzt.
Und genau, also wie gesagt, die Soundcloud ganz normal. Ihr geht's dann auf euer Profil, oder ich bin jetzt mal auf meinem Profil. Hier könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Hier habe ich zum Beispiel meinen neuen Remix. Kann ich ihn mal kurz anmachen. Genau, den kennt ihr wahrscheinlich schon. Ich will jetzt da auch nicht zu viel Werbung wieder machen. Also Eigenwerbung für mich. Hier zum Beispiel habe ich einen Remix hochgeladen, wo ich, nicht einen Remix, einen Mix hochgeladen, wo ich auf meinem zweiten Kanal auch hochgeladen habe. Das heißt, ich lade es auf meinen YouTube-Kanal und pushe es noch sozusagen ein bisschen auf Soundcloud. Hier sieht man zum Beispiel auch, wie viele Leute das abgespielt haben, also wie viel diesen Mix angehört haben. Insgesamt jetzt 49. Einmal wurde der geteilt, also ein Repost gemacht. Sehe ich jetzt auch nicht gerade von wem, oder sieht man das? Doch, wenn man hier drauf drückt, sieht man, wer das repostet hat. Ist jetzt aber auch nicht so wichtig. Ja, kam jetzt nicht so gut bei den Leuten an, ist aber nicht schlimm. Dafür ist ja Soundcloud da, dass man ja, die Chance hat, einfach seinen Song zu pushen. So, wenn ihr mal ein bisschen weiter runter schaut oder jetzt hier seht, 5 Likes, 223 Plays schon, also schon mal gar nicht so schlecht. Ein Kommentar. Wenn ihr mit der Maus einfach drüber geht, seht ihr, nice, also hat halt einer kommentiert. Dann vor 11 Monaten war das mein Remix von Jason Derulo. Ihr könnt es auch, wie gesagt, kostenlos alle jetzt mal anhören über Soundcloud. Ich verlinke euch den mal unten in der Videobeschreibung. Und hier seht ihr zum Beispiel 237 Plays, 4-mal repostet, also geteilt, und 4 Kommentare. Hier könnt ihr einfach mal durchlesen. Ich höre jetzt mal ganz kurz rein, oder ich lasse euch mal kurz reinhören, weil ihr merkt wahrscheinlich schon einen großen Unterschied zu meinem letzten Remix, das einfach von der Qualität her sich ein bisschen was getan hat. Deswegen, ich starte den Track jetzt mal kurz. Okay, reicht schon wieder. Also wie gesagt, ich selber merke halt einfach, die Qualität zu meinem jetzigen Remix ist tausendmal geiler, also meiner Meinung nach. Wie gesagt, wenn ihr das immer wieder macht, immer wieder übt, neue Remixe macht, eigene Songs erstellt oder einfach nur euch an den Remix dran setzt, ihr lernt so viel dazu und irgendwann habt ihr das Ziel oder das, ja, Ergebnis, was ihr haben wollt. Hier zum Beispiel könnt ihr noch sehen, oder seht ihr, ich nehme schon noch auf, seht ihr einen Kaufen-Link, den kann ich oder kann jeder, der Soundcloud hat, hinzufügen. Das heißt, darauf komme ich jetzt gleich zurück, beziehungsweise das zeige ich euch jetzt gleich. Das habe ich auch damit gemeint mit dem Song Pushen. Ich habe hier noch ein Vocal Pack, das heißt, wer Interesse dran hat, ein Vocal Pack sich zusätzlich zu holen. Ach ja, erstmal danke Leute, ganz vergessen, für die 300 Abonnenten. Mega geil, Leute, mega geil. Ihr seid echt Wahnsinn. Es hat sogar der 300. Abonnent unter mein Video kommentiert. Hey, ich bin der 300. Abonnent. Richtig geil, Leute. Habe ich schon wieder ganz vergessen. Genau, also wie gesagt, wenn ihr ein Vocal Pack braucht, geht es einfach hier drauf. Und dann findet ihr hier einen Link. Und ich klicke jetzt mal drauf und zeige euch mal, wie ihr eure Songs pushen könnt. So. Nummer 1, pumpyoursound.com. Es ist ein, wie soll ich sagen, eine Internetseite, wo ihr, also wenn ihr ein Soundcloud-Profil habt, also ihr müsst ein Soundcloud-Profil eigentlich haben, ihr ladet euren Track hier hoch. Wenn ihr mal wissen wollt, wie man auf Soundcloud was hochladet oder hochlädt, könnt ihr mir das gerne mal unten in die Kommentare schreiben. Dazu kann ich gerne ein Video machen. Aber da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen, sondern wenn ihr jetzt auf diesen Kaufen-Link klickt, genau, kommt ihr zum Beispiel pumpyoursound.com und hier müsst ihr Folgendes machen, um dieses Vocal Pack von mir zu bekommen. Nummer 1, ihr müsst mir auf Soundcloud folgen, dann müsst ihr mir hier auf YouTube folgen, meine Facebook-Seite liken und mein Instagram liken, beziehungsweise folgen, und einen Kommentar
zu diesem Vocal Pack jetzt hinterlassen und dafür bekommt ihr das umsonst. Das heißt, ihr gebt mir ein Follow, ein Like oder ein Follow halt und ihr bekommt im Gegenzug dafür dieses Vocal Pack. So könnt ihr halt euch ein bisschen pushen, so könnt ihr auch ein paar YouTube-Abonnenten noch abstauben. Bin ich jetzt gar nicht so heiß drauf, sondern ihr merkt halt einfach, oder ich biete den Leuten was an, aber sie können mir gern dafür was zurückgeben und das ist halt das Einzige, was sie mir zurückgeben sollen. Soundcloud-Folgen, YouTube-Folgen, wie gesagt, das ist ein Klick und ganz ehrlich, Leute, die, wo keinen Bock mehr haben, dann auf YouTube zu folgen, die machen das kurz, gehen wieder auf meinen Kanal und gehen einfach auf D-Folgen oder halt nicht mehr folgen. Genauso auf Facebook und Instagram, ist mir auch egal. Es ist halt einfach nur so eine Seite, wo ihr euch ein bisschen pushen könnt. Dann gibt's die Seite, also hier, Pump Your Sound bin ich jetzt nicht mehr so oft. Es gibt nämlich mehrere Internetseiten. Ich muss jetzt erstmal kurz einen Schluck Kaffee nehmen. Und das um 11:30. nächste Seite ist theartistunion.com. Ihr müsst euch, beziehungsweise so sieht die Seite aus, hier werden viele Tracks hochgeladen und das ist das gleiche Prinzip wie auf Pump Your Sound. Das heißt, ihr braucht ein Soundcloud-Profil. Ich melde mich jetzt hier mal kurz an, dann gehe ich mal auf Dashboard und hier sind zum Beispiel meine ganzen Tracks, steht auch hier an der Seite. Mein letzter Remix, ich kann ja mal kurz auf Soundcloud nochmal gehen. Gehe ich nochmal hier hoch. Genau, wenn ihr jetzt hier auf Kaufen gehen solltet bei Friends, den Remix von mir, kommt hier genau theartistunion.com und das Einzige, was ihr machen müsst, ist dann hier einfach auf Free Download. Klicken wir mal kurz drauf und hier zeigt es euch an, was ihr dafür machen müsst, um den Track kostenlos zu bekommen. So, einmal mir folgen, den Remix reposten, also sozusagen teilen, kommentieren, mir auf Instagram folgen, mir auf der Plattform der Artistunion folgen, mein YouTube-Channel abonnieren. Genau. Und das Coole daran ist, ihr müsst nicht alles einzeln machen. Das heißt, ihr müsst nicht das folgen gehen, auf das nächste folgen gehen, sondern ihr macht einfach hier Connect with YouTube. Das heißt, ihr braucht einen YouTube-Account, macht es kurz oder wenn ihr einen habt. Und das wird dann automatisch für euch gemacht. Das heißt, ihr müsst euch nicht jetzt jedes Mal irgendwo einloggen auf Soundcloud, beziehungsweise nicht auf Soundcloud, auf Facebook, auf Instagram, sondern ihr müsst euch nur mit YouTube connecten, einen Kommentar setzen und ihr folgt mir sozusagen automatisch. Und wie gesagt, wenn ihr keinen Bock habt, könnt ihr mir einfach wieder defolgen, deabonnieren, ist ja kein Problem. Genau, das ist jetzt die zweite Seite. Wie gesagt, wenn ihr ein Video oder ein Tutorial, ja, Tutorial ist es eigentlich, wenn ihr mal sehen wollt, wie man so einen Song hochlädt auf diesen Plattformen, kann ich, wie gesagt, gern ein Video drüber machen. Müsst ihr mir einfach nur unten in die Kommentare schreiben. So, und zuletzt gibt es eine Seite, die nennt sich HyperEdit. Auch sehr, sehr geil. Funktioniert genauso wie die anderen zwei, also wie Pump Your Sound und The Artist Union. Ihr müsst euch hier anmelden, das mache ich jetzt gerade mal nicht. Ich gebe euch den Tipp für die Leute, die sich leichter tun wollen mit Englisch, weil die ganzen Seiten auf Englisch sind. Arbeitet es mit Google Chrome, macht die automatische Übersetzung rein und ihr bekommt alles auf Deutsch übersetzt. Wie gesagt, hier könnt ihr auch eure Tracks hochladen. Funktioniert oder ist das gleiche Prinzip wie auf der Plattform. Ja, das war eigentlich ein kurzer Einsteiger bzw. so ein kleines Quick-Tipp-Video, wo ich euch einfach mal zeigen wollte, wie das Ganze funktioniert. So Leute, jetzt kommt wieder die Qualität von meiner Kamera. Ich hoffe, ihr habt das Video einigermaßen kapiert, ihr habt da ein bisschen was verstehen können. Ich weiß, es war jetzt wahrscheinlich wieder ein bisschen kompliziert mit den ganzen Internetseiten. Ich verlinke euch die natürlich unten in der Infobox, also in der Videobeschreibung. Da könnt ihr euch mal durchklicken. Wie gesagt, arbeitet mit Google Chrome, aktiviert den automatischen Übersetzer. Und dann wird euch, wie gesagt, alles automatisch übersetzt. Sonst wird sich im Laufe der Zeit auch jetzt wieder was im Studio verändern, weil, wenn ihr das mal hier anschaut, geht mir langsam der Platz aus. Und ich dachte mir, da ich eine geile Community habe, also euch da draußen, und ich jetzt schon einiges Feedback oder ja viel Feedback von euch bekommen habe, sei es Boxen, wie ich die richtig aufstellen soll oder
wie soll ich die Absorber richtig hinkleben, beziehungsweise einer hat mir geschrieben, ich soll auch hier auf die andere Seite Absorber auch hinkleben, sonst bringt der ganze Effekt nichts. Das ist nämlich das Geile, wenn ich mit euch zusammenarbeite. Das heißt, ihr gebt mir Tipps, ich gebe euch Tipps, wir arbeiten zusammen. Und genau, also wie gesagt, hier wird sich einiges verändern. Ich habe nämlich mit dem Kollegen, der wo im letzten Video dabei war, habe ich ein bisschen gesprochen, ob wir ein paar Projekte angreifen. Studio, Umbau, Anbau, was heißt Anbau? Ich bin hart am Überlegen, ob ich mir einen neuen Schreibtisch hole und ich bin hart am Überlegen, ob ich nicht diesen DJ-Pult was versetzen werde. Das heißt, ihr werdet wahrscheinlich jetzt nicht viel sehen, aber ob ich nicht einfach, wenn ich hier einen neuen Tisch habe, hier das Studio, also hier die Musikproduktion und auf der Seite dann ja, meine Mixe mache, ist halt dann ein bisschen komisch, weil dann kann ich mich selber nicht mehr filmen. Aber ich überlege mir da auf jeden Fall was. Und in diesem Sinne beende ich dieses Video. Ich hoffe, wie gesagt, euch hat es gefallen. Wenn ja, gebt mir gerne wieder einen Daumen nach oben. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und in diesem Sinne, Leute, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und ciao!